so wahr ich hier stehe, wird die ganze Welt, alle voran du und der Rest der Schurken des dunklen Meisters. Wer wird das bezahlen, was du angetan hast? Du wirst am allermeisten leiden. Ah, Schurk! Was sagst du nun, Schlange? Bist am Boden. Oh, hat sich irgendjemand gemerkt, wie die Straße da entstanden ist? Die Kontrolle von meinen Armen weggegeben. Ich brauche keine Kontrolle über diese lächerlichen Arme, um euch zu vernichten. Ich werde euch einfach alle Stück für Stück auseinandernehmen. Ich weiß nicht, wie ich anfange. Jetzt hier fange ich an. Ich habe jetzt eine unsichtbare Spitzklinge der Black Witcher in meiner Hand. Was in der Hand? Nicht in der Hand, sondern auf meiner Brust. Ich brauche mich nur einmal zu bücken und das war's mit dir. Und genau das ist es jetzt. Ich bücke mich und bereite deinem armseligen Leben ein Ende, du Zwerg. Nein! Du lässt Manu gefälligst in Ruhe. Keine Ahnung, was du von mir willst, aber wenn du diesen Zwerg und den Rest hier verteidigst, kannst du nur zu ihnen gehören. Ich verteidige Manu, seine Familie und seine Freunde jederzeit. Aber Manu verteidige ich am allermeisten. Und das sollte dir inzwischen bewusst sein. Dann übernehme ich ihn. Du lässt den Manu gefolgt bleiben. Was willst denn du jetzt von mir, du Sparlehren? Bleib bitte da drüben liegen und gib Ruhe. Nicht weg. Wohin denn so eilig? Verzieh dich, lieber Eisenfaust. Dang! Ich übernehme den Typ hier. Zumindest solange das geht. Ich halte den so lange, dass auch nur möglich ist am Boden. Und bei einer Sache kannst du dir sicher sein, Schwarzer. Ich kann dich so lange das geht am Boden halten. Und das ist absolut nicht kurz. Knochenspinnern, Höftchen, Spider-Man da unten. Was wollt ihr zwei lächerlichen Gevier denn jetzt hier? Danke, Leute. Ich gehe mal mein Fluggerät reparieren. Denn wenn das wieder steht, dann könnt ihr euch sicher sein.
Dann haben wir einen mächtigen Verbündeten im Kampf gegen die Fieslinge hier. Du wirst Manu absolut nichts antun, Robotronik, hörst du mich? Das glaubst du. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss weiterkämpfen. Ich bin ein übermächtiger Gegner. Wann bemerkst du das denn? Keine Ahnung. Vielleicht nie, aber diese Chance hier muss ich nutzen. Okay, das war schmerzhafter, als ich vermutet hätte. Aber es hat sich ausgezahlt, denn... Steh auf, Schwächling. Steh auf, los! Steh auf und kämpf weiter. Du willst also, dass ich aufstehe? Und dann stehe ich auf. Und ich kämpfe, solange das möglich ist. Das ist alles, was deine Fäuste können. Dann pass jetzt mal auf, was meine Füße können. Ach ja, guck mal, was meine Faust kann, wenn ich das ein paar Mal mache. Du hast das jetzt auch viel öfter getan als ich. Hey, aber ernsthaft, jetzt hören wir auf, hier den Boden zu verwüsten, bitte. Weißt du, wie lange das für die Arbeiter dauert, den wieder glatt zu kriegen? Ich hätte gesagt, als ob mich das interessieren würde. Ich starte das Ding, denn dann gehst du drauf. Ich stecke fest. Wow. Pass lieber auf, was du zusammenredest. Und deine Worte könnten noch deinen Untergang bedeuten. Au. Wie uncool war das denn bitte? Jetzt geh mal ein bisschen vom Gas runter hier, Robotronik. Nein. Ich werde diesen Zwerg da jetzt mit Sicherheit vernichten. Nein! Besser, ich mache mich aus dem Staub. Schau, Robotronik. Und jetzt hörst du mir mal ganz genau zu. Wenn du dich noch einmal in der Versuchung, Manu zu töten, an mich aber wagst, dann... würdest du wünschen, dass du so aussehen würdest wie jetzt. Dann wirst du überhaupt nichts mehr fühlen können. Denn wenn ich mit dir fertig bin, falls du das nochmal tun solltest, dann wirst du nie wieder aufstehen.